Mit diesem Handschlag zwischen Professor Martin Winterkorn und Glenn Laurie wurde die Partnerschaft von Volkswagen und dem Museum of Modern Art für 2 weitere Jahre besiegelt. Die Pressekonferenz fand gestern Abend im MoMA in New York statt. Winterkorn erklärte dabei, dass Kunst und Kultur als Inspirationsquelle für eine Gesellschaft auch zukünftig von Volkswagen unterstützt werde. Nun wurde klar, dass wir als Volkswagen-Konzern nicht nur Autos bauen und entwickeln können, sondern müssen uns auch unserer sozialen Verantwortung stellen. Dazu gehört Kunst, genauso wie Ausbildung zur Kunst, was hier sehr intensiv betrieben wird. Aber auch, was man unten sieht, wie sich MoMA der Ökologie verschrieben hat. Und ich glaube, diese Werte passen sehr gut auch zu Volkswagen. Auf der anschließenden Benefizveranstaltung für das MoMA PS1 wurde Professor Dr. Martin Winterkorn auch für das bisherige Engagement von Volkswagen geehrt. Seine Sitznachbarin beim Fundraising-Dinner war Kunstikone Yoko Ono, deren Werke aktuell im MoMA zu besichtigen sind. Das Museum ist seit seiner Gründung 1929 ausschließlich der modernen Kunst gewidmet. Bis heute ist es eine der einflussreichsten und bedeutendsten Sammlungen zeitgenössischer Kunst. Neben Werken von Pablo Picasso, Salvador Dalí oder Andy Warhol gibt es Designobjekte, Videokunst und sogar Videospiele zu entdecken. Mithilfe von Volkswagen sollen nun auch Bildungsprojekte des MoMA stärker gefördert werden. Unter den Programmen, die wir mit Volkswagen entwickeln, sind digitale Lerninitiativen, die im wahrsten Sinne des Wortes regelmäßig Zehntausende Menschen erreichen werden. Des Weiteren entwickeln wir Stipendien für junge Künstler, Schöpfer und Kritiker, um hier in New York mehr über ihren Beruf zu lernen. Deutsche Ingenieurkunst und die New Yorker Kunstszene scheinen doch mehr gemeinsam zu haben, als viele vermutet hätten.